Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben, wir haben mit eurer Hilfe etwa eine ganz große Zahl geknackt und zwar die 50.000 Abo-Follower. Oh, ich habe was im Auge, warte nochmal. Ach, warte kurz. Ich habe irgendwas im Auge, siehst du es? Hallo, hallo, hallo! Okay, dritter Versuch. Das müssen wir alles am Ende reintun, gell? Oder gleich am Anfang? Ja, gleich am Anfang. Okay. Und hallo, 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 hallo! Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben mit eurer Hilfe etwas ganz Besonderes geschafft. Und zwar haben wir 50.000 Abonnenten geknackt. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Woohoo! Wir haben uns für euch sowas richtig Cooles überlegt. Ja. Wir werden bei Sternschnuppe auf der Koppel schlafen. Und bei Sterni. Und bei Sterni auch, was empfohlen. Ja, hinter uns haben wir hier schon ein bisschen was aufgebaut. Und wir haben ganz viele coole Challenges für euch. Ja. Ihr werdet was und über die Fragen, ihr werdet was über die Lea erfahren, ihr werdet, oh Gott, was über mich erfahren, ich weiß es noch nicht so genau. Und wir werden auch Pferdewissen-Fragen stellen. Yep. Und auch, ich glaube, die werden am lustigsten. Ja, ich glaube, die werden am lustigsten. Ich wollte nicht wissen, was wir selbst gedreht haben. genau, da haben nämlich Lea, hat sich 10 Fragen überlegt über unseren Kanal und ich habe mir 10 Fragen überlegt. Ja. Und die stellen wir uns gegenseitig und ihr könnt da natürlich auch mitraten. Außerdem übernachten wir hier auf der Koppel. Das hatte sie schon gesagt, das wisst ihr schon. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass es jetzt auch alle wissen. Und genau, falls auch du gegrüßt werden möchtest und unseren Kanal abonniert hast, dann schreib uns deinen Namen in die Kommentare, denn wir grüßen euch immer sehr, sehr gerne. Denn ohne euch wären wir hier nicht an dieser Stelle, also vielleicht an dieser Stelle schon, aber nicht am YouTube-Kanal an dieser Stelle. Ja, wobei an der Stelle wären wir auch nicht. Ich glaube, wir würden nicht ganz so viele verrückte Sachen machen ohne euch. Ja, stimmt. Oder? Ja. Ich glaube, wir sind ein super Team. Also ihr Follower super und wir sind ein super Team. Ohne euch geht's nicht. Und wir haben uns auch noch was für euch überlegt. Aber das, wie gesagt, erfahrt ihr jetzt alles in diesem Video. Und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal, welche Probleme wir bisher schon hatten, weil wir waren noch nicht so ganz sicher, wo wir schlafen wollen. Und das, das blenden wir euch jetzt mal ein. Ja. Oh scheiße, das hat nicht aufgenommen. Nein, oder? War nur ein Spaß. Du bist so... Ja, es sind viele. Ich habe schon überlegt, ob ich doch mit dem Bagger herkomme und die bis sie raushupfe. Also eigentlich die Frage ist, wo wir mit dem Feld sein wollen, ob wir sonst da mehr, hier in dem Bereich, dass wir es dahin machen und einfach nur hier vorne. Als wir 50.000 geknackt haben, wollten wir hier auf dieser Koppel übernachten, bei Schnuppe und dem Fohlen. Also wir wollten da drin übernachten, ne? Mit so einem schönen Bau und man hat einen richtig coolen Blick hier auf die Koppel. Und jetzt haben wir da die ganzen Brennnesseln ausgerissen und dann kam uns die Idee, dass wir auch da drüben schlafen können, weil es ist einfach viel größer und man kann ein Netz darüber viel besser spannen, wegen den ganzen Mücken und so. Es ist auch irgendwie ebener. Ja, und jetzt schlafen wir wahrscheinlich da. Jetzt müssen wir nur noch so einen Zaun hinmachen, damit wir uns hier in der Nacht übertrampeln und dann können wir eigentlich schon fast loslegen.
Dann so und so hin, nebeneinander. Und dann können wir, wenn hier eine Matratze ist, unter die Matratze das Netz drunter, weil dann hält es. Ja, das ist super. Wollen wir jetzt noch eine Lichterkette? Hast du eine Lichterkette aus deinem Zimmer? Ich habe zwei Lichterketten. Oh, das wäre mega. Die können wir auch hier rüber spannen, oder? Soll ich beide holen? Ja, beide. Und dann gehen wir vielleicht da einmal hin, an das hoch und wieder zurück. Oder, dass wir da unten einmal durchgehen. Ja, das kannst du einfach da reinstecken, genau. Genau, wieder runterklappen. Das schaut auch schon ganz ur. Ich bin im Pferd abgestiegen. Hier sind ein paar Pferdeäpfel. Ja, aber das ist doch perfekt schon. Ja. Weil wir jetzt 50.000 Follower haben, ist unsere Glückszahl für heute 5. Deswegen machen wir heute 5 Challenges. Und die erste ist eine mit Wasser. Da nehmen wir Wasser in den Mund, also ich und die Mami. Und Julian versucht uns dann zum Lachen zu bringen. Und wenn wir dann halt das Wasser im Mund haben und dann lachen müssen, dann schmuckt mir die Lala. Oh, das wird ja richtig toll. Ja, ich freue mich schon drauf. Wir haben Stühle vorbereitet und natürlich auch die Pferdewissen-Trinkflasche. Wer auch eine Pferdewissen-Trinkflasche haben möchte, der kann mal in Pferdewissen, der kann mal in unseren Shop schauen. Dort haben wir viele Sachen, wie zum Beispiel auch ein richtig schönes Käppi. Das nehme ich. Und genau, wir würden uns freuen, wenn ihr darüber kauft, weil wir bekommen eine kleine Provision und können dann wieder viele Äpfel und Karotten für die Sternschnuppe kaufen und natürlich fürs Foli. Jetzt würde ich sagen, geht's aber los. Hallo, ich bin der Polizeioberwachtmeister Hubert und jetzt... Bringst du uns zum Lachen. Ich mag nicht angespuckt werden. Oh Gott. Oh nein. Mach ganz unwitzige Witze. Ich mag nicht angespuckt werden. Ich spuck, wenn die Mami lacht, ich spuck dir an die Lehren. Und wenn die Lehrer lacht, ja. Die Mami. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ja, ich mach auch so. Okay. Ich bin der Polizeioberwachtmeister Hubert und jetzt kommen die ganzen Witze. Okay, und du sagst, wann es losgeht, ja? Ja. Challenge Nummer 1. Kannst du jetzt nach hinten, damit du mich nicht anspucken kannst? Wenn ich lache, brauche ich es richtig weit vor. Aber ganz viel, okay? Also, dass der Mund richtig voll ist. Ich will so schon lachen. Jetzt hört's doch mal auf! Na, warte! Es war unfair! Es war nicht fair! Okay, warte, wir dürfen nicht lachen. Sag mal, was, dass wir nicht lachen. Sagt der Hammer zum Daumen. Das war doch nicht mal lustig, ich muss verziehen. Trinkt ihr jetzt? Daniel wird von seinem Lehrer gefragt, warum ist der Eisbär weiß? Daniel antwortet, er müsste ja Himbeer heißen, wenn er rot wäre. Müller fragt, wie viele Bundesländer gibt es? Raus! Also, wer als erstes dreimal lacht, ist raus. Im Moment steht es 1-1. Warte. Jeder hat einmal verloren. Wer dreimal verloren hat, hat verloren, diese Challenge. Im Moment steht es Gleichstand. Jeder hat einmal verloren. Frau Müller fragt, wie viele Bundesländer gibt es und wie heißen sie? Klaus antwortet, es gibt 16 Bundesländer. Der Lehrer fragt, wieso fliegen die Vögel im Winter in den Süden? Lena antwortet, das ist doch einfach, zu Fuß wäre es viel zu weit. Martin sagt... Das kam von oben auf mich drauf, Digga! Martin sagt zu seiner Mutter, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen. Immer wenn die Lehrerin nicht weiter weiß, dann trägt sie mich. Ein Nashorn geht in ein Restaurant, ne? Digga, ich bin Glitschnass! Ich jetzt auch, Leute, guck mal her! Schau meine Beine an! Digga! Im Moment steht's 2-2! Jetzt kommt das Finale. Wer jetzt lacht, hat verloren. Ich weiß gar nicht, ob wir 2 oder 3. Ist ja auch egal. Wir machen einfach Im Moment steht's 2-2.
Ein Nashorn geht in ein Restaurant. Isst etwas. Digga, du spuckst immer von oben auf mich drauf, Mami. Das ist nicht bezahlt richtig. Und will gehen. Das ich sagt der Kellner. Also ein Nashorn war wirklich noch nie in unserem Restaurant. Das Nashorn antwortet, bei diesen Preisen war das auch das letzte Mal. Und ich? Guck mal, dein T-Shirt ist bei weitem nicht so nass geworden. Ja, schau dir meine Beine und mein Gefangenes. Also ich würde sagen, die Challenge ging eher mal an Lea. Was sagt ihr? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Jetzt kommt die zweite Wasser-Challenge und da schmeißen wir uns gegenseitig mit Wasserbomben ab. Und wer gewinnt, der gewinnt. Also. Wie geht denn jetzt die zweite Wasser-Challenge? Ja, also man stellt sich hier so hin, so. Und dann legt man noch eine Linie fest und von dort hat der andere 5 Schüsse auf mich zu feuern mit Wasser. Und je nachdem, wie viele Treffer wer getroffen hat, hat er gewonnen. Ich habe einen kleinen Vorteil, weil die Mami ist größer. Gut, okay, dann füllen wir mal die Wasserbomben auf. Und das mache ich. Das macht der Chef hier. Yay, da kommen die Flaschen. Die Lea ist als erstes. Ja. Abwurfbereit und du nimmst jetzt 5 Wasserbomben. Genau, ich habe 5. Welche Farbe willst du? Ja, welche hättest du denn gerne? Rosa oder blaue fürs T-Shirt? Auf die Plätze! Also die erste Schuss geht bei. Auf die Plätze! Fertig! Los! Zählt der oder nicht? Ja, der zählt. Auf die Plätze! Fertig. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ah, das ist nur ein Knack! Einen hast du bisher getroffen. Auf die Plätze! Fertig! Go! Oh, das gibt's doch nicht! Auf die Letzte! Fertig! Go! Yay! Hat anderthalb, oder? Was sagst du, Schiri? Ja, ich würde sagen, das sind 2. Dann machen wir wieder. Auf die Plätze! Fertig! Go! Scheiße! Ja. Auf die Plätze! Fertig! Go! Aber es geht doch auch ab. Auf die Platz. Auf die Plätze, fertig, go! Scheiße! Wieder daneben. Du hast 2 getroffen. Wenn du den verballerst, dann kannst du noch Gleichstand sein. Der ist ultra leer. Ja, und jetzt mach! Auf die Plätze, fertig, go! Scheiße. Jetzt Gleichstand oder Mami. Ja! Gleichstand! Okay. Also meine Damen und Herren, hier steht es jetzt genau 2-2. 2-2. Also endgültig steht es jetzt 2-1, oder? Oder kriegt jetzt keiner einen Punkt? Ne, jetzt, das war jetzt unentschieden und die erste Wasser-Challenge, die habe ich verkackt. Also hast du eigentlich die Wasser-Challenge gewonnen. Vielen Dank, lieber Julian. Das war perfekt. Also I'm coming soon. Ja, ich mache hier schon mal Probe liegen. Och, ist das herrlich. Ja, du kannst auch das Licht ausprobieren. Ja, das ist vor allem nachts dann cool, das Licht. Das probieren wir nachher aus. Das Snubby und ihr Fodi. Die Sterni. Die 2 Süßen. Feine. Meist ist cool. Jetzt kommen wir zur Challenge Nummer 2. Und zwar zu den Fragerunden. Auch da haben wir ein paar verschiedene Challenges vorbereitet. Und wir starten mit der Pferdewissen-Fragerunde. Dann mit der persönlichen Fragerunde. Und dann noch Fragen, die ihr uns in die Kommentare gestellt habt. Von mir an die Mami. Und von der Mami an mich. Erst die ganzen Pferdewissen-Fragen. Also wir haben Fragen über unseren eigenen Kanal gestellt, ob wir überhaupt noch alles wissen. 10 Fragen. Und dann auch noch Fragen über unsere Persönlichkeiten. Gut, wir starten die erste Runde Pferdewissen-Frage. Wer fängt an? Ich. Okay. Also mal schauen, wie viele Fragen wir gleich haben, weil wir befürchten, dass wir einfach gleich haben. Okay, also die erste Frage. Wie viele Aufrufe hat das Video Bali Willkommen? Oh Gott. Bali-Video. Ich würde mal sagen... Auf was sollen wir sagen? Sollen wir es genau haben? Auf dem 100er? Bali Willkommen. Ich würde mal schätzen 3000. 1600. Oh. Bali Willkommen war wohl nicht so hoch im Kurs bei euch. Also das würde ich sagen ist eine 0. Ja. Da mache ich ein X hin, oder? X, ja. Lea an Nina, das ist das hier, gell? Ja, Frage 1. Okay, Frage 1. Nicht okay, geschafft. Dann komme ich mit einer Frage. Oh Gott. Und zwar Fragen zu Pferdewissen. Wann wurde der Kanal eröffnet, beziehungsweise wann war das allererste Video? Das allererste Video?
steht auf meinem Handy, dass es vor 2 Jahren war. Mhm. Aber es müsste eigentlich vor 4 Jahren gewesen sein. Hä? Aber in echt müsste es ja 4 Jahre sein. Ist beides falsch. Die beiden Aussagen sind falsch. Ja, okay, dann kannst du eh schon X also schreiben. Also ich sag dir das, das erste Video ist rausgekommen am 28.12.21. Hätte ich gewusst. Hätte 21? Ja. Dann haben wir sie doch 21 gekauft. Ist aber nicht vor, das ist vor 3 Jahren. Also beide Zahlen waren falsch. Ja, dann war es aber von Papi falsch, dass wir sie 2020 gekauft haben. Dann war das von ihm falsch gesagt. Also auf jeden Fall, also wir sind, ihr seht das, ich glaube, ja. Ihr wisst es bestimmt besser, schreibt uns mal in die Kommentare, was richtig ist. Also hättet ihr es gewusst? Hättet ihr es gewusst? Also ich mach mal ein X hin. Okay, du bist also Frage Nummer 2. Das wievielte Video ist 24-Stunden-Challenge mit McDrive? Oh. Es könnte das 100. gewesen sein. Ja? Ja! Ich habe einen Punkt. Es ist das 100. Okay, einfach. Sehr gut. Wie viele Aufrufe hat das erste Video, von dem wir gerade gesprochen haben? Circa. Boah, schätzen, was ist das jetzt? Ja. 3000 irgendwas? Ja, eine 3 ist auch mit drin. 53.200. Oh! 53.200. Also es hat richtig viele. Das ist mit eins der besten Videos. Das allererste Video. Ich dachte, das allererste ist so nicht so und dann geht es langsam bergauf. So. Nee, das allererste Video war schon volle Brüller. Oha, okay. Krass, also würde ich mal sagen, ein X. Gut. Ach, scheiße. Ja, du hast ja noch einen Nachher. Gewinnst du. Ich glaube, bei unseren Fragen gewinnst du. Mal schauen. Okay, Frage Nummer 3. Okay, wie oft komme ich im Video Sattelgitter anpassen vor? Boah, ist das das einzige Video, wo du gar nicht vorkommst? Könnte das sein? Sattelgitter anpassen. Ich meine, dass du da... Aua! Ameise. Wie oft ich in dem Video Sattelgitter? Null. Also, kann man jetzt so und so sagen. Wir haben nach dem Intro... Ja, das Intro zählt nicht. Ja, okay, dann ist es 0. Ja, das ist 0. Okay, das, ich find, also was sagt ihr? Ich würde sagen, also das zählt. Also ich hätte Intro mitgenommen. Weil Intro ist ja immer... Ich habe jetzt an das Video gedacht. Also ich glaube, das war schon okay. Ja. Okay, gut. Frage Nummer 3 von mir ist, was wurde, das habe ich nämlich neulich erzählt, was wurde zuletzt von Followern in unserem Shop gekauft? Das waren viele Sachen. 4 waren es? Und vielleicht erinnerst du dich noch an 1, 2, die... Also ein Couchkissen? Ja. Ich glaube, ein Turnbeutel? Ja. War eine Trinkflasche auch dabei? Ja, sehr gut, dann lasse ich schon zählen. Okay. Wenn du das vierte auch noch weißt, dann bist du richtig gut. Ich glaube, das vierte weiß ich nicht mehr. Es war auch noch ein Beutel, noch ein anderer Beutel. Wie Snoopy. Ja, die Snoopy macht das irgendwie nicht mehr. Buddy, da bleiben. Alles gut, Nasi. Boah, das letzte. Ich gebe dir einen Tipp, Umhängebeutel. Also das lasse ich zählen. Ja. Das ist auf jeden Fall. Bauchbeutel. Bauchbeutel. Ah, ja. Sehr gut. Okay, Frage Nummer 4 von dir. Sieht mein Balti im Video spannender Ausritt? Spannender Ausritt. Da sind wir ausgeritten. Du? Da bist du ausgeritten. Das war das mit dem Bagger. Schon mal richtig. Das mit dem Bagger. Und da hattest du den Balti beim Ausritt selber nicht dabei. Aber ich weiß natürlich nicht, ob man ihn dann vorher mal sieht. Und den sieht man halt oft auch nochmal. Also ich würde jetzt einfach mal raten und würde raten, ja. Stimmt auch, er wurde dreimal. Dreimal war er drauf. Ach. Also eigentlich nur zweimal dann in deinem Fall, war einmal im Intro. Ja, im Intro zählt ihn, genau. Da davor nämlich war auch noch das im Galopp abspringen. Da war auch okay. Einmal. Okay. Da war einmal. Und ich habe mich von dir verabschiedet mit dem Balti. Okay. Als ich losgeritten bin. Hallo, sieht man das im Hintergrund? Die kleine Maus pieselt da gerade hin. Okay, also jetzt kommt meine vierte Frage. Halt, da hast du schon irgendwas gemacht? Ja, einen Haken. Wie viele Aufrufe haben wir insgesamt? Insgesamt? In Giching haben wir die Herzchenrakete abgefeuert. Ja. Mit wie viel? 1 Million. 1 Million. Und was haben wir hier gefeiert im Garten? Die 10 Millionen. 10 Millionen Aufrufe. So. Ach, Ameise, Digga. Ich hab die gerade zermalen. 16 Millionen? 16 Millionen, es sind 17,4 Millionen. Sollen wir das gelten lassen? 17,4 Millionen, ich glaube, das müssen wir gelten. Oder? Das ist nah genug dran.
Das ist sehr nah genug dran. Nein, das lassen wir gerne. Also, du kommst mit Frage Nummer 5. Wie alt war Sternschnuppe in dem Video Galoppwechsel? Galoppwechsel. Ich würde sagen 4. 5. Ah, 5. Ah, falsch. Ja, okay. Das bin ich da oben, gell? Ja. Gut, Frage Nummer 5 von mir. Wie viele Abonnenten hat unser WhatsApp-Kanal heute? WhatsApp-Kanal. Boah, die 700 haben wir, glaube ich, nämlich. Wir haben nämlich ganz nagelneu einen WhatsApp-Kanal. Wenn ihr es noch nicht wisst, unbedingt eintreten. Wir schreiben den Link auch für euch unter das Video. Und die Lea darf jetzt raten, wie viele es aktuell sind. Also irgendwann habe ich mal drauf geschaut, da waren es 590 oder so. Mhm. Und dann war es auf einmal viel, viel krasser. Ich glaube, 650 oder so hatten wir schon. Mhm. Aber ich glaube, diese 700 haben wir ganz ehrlich noch nicht. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, 670. Wir haben, du kannst ja mal selber gerade reingucken. Ich habe mir nicht die Zahl von vorhin aufgeschrieben. Vorhin waren es 709. Ui. Und wie viel sind es jetzt aktuell? Jetzt sind es 709. 709. Also lassen wir es gelten oder nicht? Es ist, so, es ist nicht so ganz ja und nicht so ganz dann machen nein. Wir machen so einen Querstrich. So ja. Eins. Okay, weil dann, wenn es Entscheidung ist, dann würde ich gewinnen, wenn ich auch einen Hackerl hätte. Und ja. wenn ich nur ein X habe, dann hättest du gewonnen. Das ist so ein halber Punkt. Okay, gut. Frage Nummer 6. Wie viele Livestreams haben wir schon gemacht? Also da zählen jetzt auch Shorts und so dazu. Wie Shorts? Also, Short ist ja kein Live. Ja, ach, wir live haben auch so Live-Shorts. Vertical Live. Vertical Live. Live-Shorts haben wir nicht. Nein, wir haben nur... Ja, also... Vertical, also hoch horizontal. Ja. Oh Gott, ich glaube 4 oder 5. Also insgesamt? Ich würde sagen 5. 7. Also war nicht, dann kommt Frage Nummer 6 für dich. Frage Nummer 6. Welches ist dein Lieblingsvideo? Das ist jetzt einfach nur so eine Frage. Die so. Gewinnst du auf jeden Fall. Okay. Ich soll nicht alle hin. Okay, mein Lieblingsvideo. Also was ich sehr mag, ist das Fail-Video. Okay. Aber unser Wanderritter auch sehr cool. Also ich glaube, ich tendiere jetzt zwischen den zwei. Okay. Gut, hast bestanden. Warte, du bist hier unten hier. Frage 6 hast du bestanden. Wie viele verschiedene Clips sozusagen sind in diesem Spann drin, da nach dem Intro? Also wir haben ein neueres und von dem. Wie viele verschiedene? Von dem neueren. Wir haben übrigens ein ganz neues mit Fohlen. Das kennst du noch gar nicht. Ah, das kenne ich noch gar ja, nicht. Ja, es gibt jetzt ein ganz neues mit Fohlen. Aber wie viele Einzelclips? Wie viele Einzelclips? Mhm. Also das geht los mit... Zählt auch das Foto, was ich einblende, wo ich draufstehe? Also warte, es kommt irgendwas von mir. Dann kommt es, wo ich draufstehe. Oh, ich weiß nicht, ob danach nochmal ein neues kommt oder ob das das gleiche ist wie am Anfang. Also ich würde jetzt mal sagen, dann kommt noch ein drittes. Dann kommt Lea. Dann kommen auch ein oder zwei. Oh Gott, das ist schwierig. Eigentlich habe ich das ja geschnitten. Dann kommt Sternschnuppe. Sternschnuppe ist immer eins. Und dann kommt hinten der Balti. Und dann kommt noch das vom Julian. 8. 10. 10. Ach du Scheiße. Okay, das zählt nicht. Map. Hättet ihr es gewusst? Gut, dann kommt von mir Frage 7. Welches Video wurde am meisten geschaut? Nice. Welches, also welches Longform? Longform, okay. Heute stehst du ein bisschen auf dem Schlauch. Ja. Das ist das Video. Julian, welches unserer Videos wurde am häufigsten geguckt? Weißt du, du kannst einen Joker, du bist ja Joker für die Lea. Das weißt du doch. Das Video, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Das Bums-Video? Ja. Achso. Echt? Ja, klar. Das Video, wo Sternschnuppe gedeckt wird. Und zwar hat das 472.765 Aufrufe. Das ist das Video mit der meisten Aufrufen. Also der Joker gilt, würde ich sagen. Frage Nummer 8. Du machst seit neuestem so einen fetten Titel. Ja. Und dann in klein immer noch so irgendwas anderes. Ja. Und bei dem Video, wo groß steht, 2 Fohlen Challenge. Ja. Was hast du da in klein geschrieben?
Ach du Scheiße, 2-Fohlen-Challenge. Boah, ich glaube, ich komme nicht drauf. Spaß, Freude, Spannung, Spiel. Nein, ich weiß es nicht. Also, was magst du sagen? Es war schon sehr nah, was du gesagt hast. Action, Spaß. Sowas wie Spaß und Freude, sagen? Ja. Having fun. Having fun. Also ich würde sagen, das ist auch so einer. Das ist auch so ein halber. Ja, okay, weil du hast auch Spaß und so. Ja, es ist halt auf Englisch. Dann komme ich jetzt mit Frage 8. Über was würdest du gerne mal ein Video machen? Das ist jetzt auch einfach wieder eine Frage, also wieder tatsächlich. So. Ja, über was du gerne mal machen würdest. Das ist schwierig. Also was ich generell gerne mal... Also was ich generell gerne... Also was ich generell gerne mal machen mag, was wir sicherlich auch gern filmen können, so, ist halt so ganz viele In-Outs. Ineinander. Oh ja. Das heißt, wir schreiben jetzt da einfach In-Out. Also ich glaube, hier können wir heute Nacht nicht schlafen. Ja, glaube ich auch. Also irgendwie... wie lang ist circa unser erstes Video? Sagen wir, es muss nur bei den Minuten stimmen. Bei 10 Minuten muss es stimmen, würde ich sagen. Das ist halt das... Boah, 24? 6. 6 Minuten? 6 Minuten 32. Das, Lea kriegt ihr erstes Pferd. Ehrlich? So kurz? Ja, ist 6 Minuten 32. Zeig her, das will ich sehen. Ah, krass. Okay, da habe ich mal nicht gewonnen. Also das ist ein großes X. Meine Frage Nummer 9 ist, wie viele Videos haben wir insgesamt gemacht? Also Shorts und Longform. Und Short. Oh. Wisst es ihr? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Da haben wir ja nie irgendwas gefeiert, ne? Aber ich würde so grob, glaub fast sagen 400. Das lasse ich gelten, 439. Das finde ich gut. Das finde ich, hast du gut 400. Erraten. Wie heißt unser 5. Video? Ja, sonst noch Fragen. Ich habe keine Ahnung. 5. Video, es war irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Sattel und Trense. Erstmal reiten. Ja. Okay, also das ist mein X. Okay, und für dich die 10. Frage. Wann hat Sternstopp Geburtstag? Scheiße. Ich weiß aber nicht, ob Mai oder April. Beides falsch. Mai oder März. Das eins ist ja, richtig. Das ist ja März, möglicherweise. Ja, März. Mhm. Und zwar irgendwas mit 19? Nee. 13? Nee. Ja, egal, dann habe ich es falsch. Achter. Achter! Achter, Dritter. 19. Oh, deswegen hast du vielleicht 19. Achter, Dritter, 19. Deswegen hast du die 19 vielleicht. Also Achter, Dritter, 19. Merp. Achter, Dritter, 19. Achter, Dritter, 19. Achter, Dritter, 19. Okay, chill. Gut. Leute, also, jetzt schauen wir mal. Wir waren du hast richtig. Ganz schön schlecht eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr besser wart. 3,5 hast du richtig? Oder was ist das? 3,5, ja, das ist auch nix. Okay, und ich habe 1, 2, 3, 4,5. Was ist das? In-Out willst du mal machen. Dieses Jahr. Mhm. Naja, eigentlich habe ich auch 3,5 richtig. Auch 3,5, weil das eine durftest du dir so. Das war auch so eine Frage, die... Oha, dann wieder gleich. Krass, wieder gleich. Aber wir haben ja noch andere Fragen. Okay. Unsere persönlichen Fragen. Da habe ich jetzt aber nur 9. Ja, das mache ich. Dann machen wir nur 9. Okay. Ah, nee, ich habe nur 8. Scheiße. Also, ich würde sagen, ich fange mal an. Okay. Was ist mein Lieblingsessen? Ich weiß es nur von Papi, was du immer machst. Den Kaiserschmarrn, den machst du. Aber es ist ja eigentlich Papis Lieblingsessen, glaube ich. Ja, es ist überhaupt nicht mein Lieblingsessen. Streng dich an. Ist es das? Nein, ich mag keinen Kaiserschmarrn. Ja, eben. Ich weiß es nicht. Die Königspasteten. Auch! Oder auch Schnitzel mit Pommes oder auch Spätzle mit Soße. Ich mag Schnitzel mit Soße. Meine Lieblingsspeise ist Königspasteten. Ja, du hättest einfach mal an dich denken können. Map. Meine okay, Lieblingsspeise ist... Oh mein Gott. Lea Anina. Nee, warum ist es jetzt? Jetzt ist da. Nein, das da. Sind, da. Weil du hast sie doch gerade nicht gestellt. Wie oft hatte ich schon eine Bänderdehnung? 3-mal. Oha, ja. Okay, Frage Nummer 2. Mag ich Sushi? Nein, ich mag Sushi nicht so gerne. Hallo! Hallo! Ihr mögt immer alle Sushi. Du isst doch auch Sushi. Ich esse Sushi, aber ich mag es nicht so. Also nie gesagt. Du isst immer Sushi. Ja, ich esse wenn wir was essen. Ja, dann esse ich immer mal ein, zwei. Die selbstgemachten von dir, die mag ich schon. Aber ich mag normalerweise nicht so gern Sushi. Oha. Ich mache das nur wegen euch. Oha. Okay, wie nennen mich meine Freunde? Lilly.
klingt gerade wie Lili. Lili Bundana, nein, Lili. Was mag ich gar nicht? Streit. Ja, ich habe was anderes noch aufgeschrieben. Ich mag was zum Essen gar nicht und ich mag einen Charakter vom Mensch gar nicht. Wenn der das und das macht, wenn es so, das ist ein Hm. Ein Hm? Ja, der Mensch ist ein Idiot. Ja, dann mag ich es ja auch nicht. Aber wenn er einen Wesenszug hat, also der könnte ja geldsüchtig. Für Pilze. Euch? Ja, steht drauf. Da kriegst du einen Punkt. Pilze. Pilze und das andere Charakterzug finde ich, also Geld auch und Lügner. Lügner, oh ja, hasse ich wie die Pest. Also wenn mich jemand anlügt ins Gesicht, das mag ich überhaupt nicht. Mögt ihr das? Nein, oder? Also. Habe ich schon mal die ganze Nacht durchgemacht, also ungefähr so bis 7 oder so. Ja. Bis 6 oder bis 5, wo war das bei deinen Freunden? Da hast du mir erzählt, ihr habt fast... Das längste, was ich durchgemacht habe, war bis um 4 Uhr. Ja, ich wusste, dass du schon lang hast. Okay, gut, dann meine ich mir ein X. Das längste, was ich durchgemacht habe, war bis 4. Gut, jetzt kommt Frage Nummer 4. Wer ist meine längste Freundin? Ich mag nur mal Nini sagen, aber das stimmt gar nicht. Ja, ich habe tatsächlich Nini... Weil dann bist du ja erst umgezogen. Das stimmt, ich habe Nini aufgeschrieben, aber tatsächlich habe ich noch ein, zwei ältere. Stimmt, ich habe Nini aufgeschrieben, aber ich habe mit manchen noch... Wie heißt diese eine? Luisa. Nee. Franziska. Nee, diese eine, die uns in Gilchen ein paar Mal besucht hat. Ach, die Charlie? Ja! Charlie. Ja, Charlie auch noch, genau. Aber das ist tatsächlich auch nicht die längste. Aber ja, ich gebe dir einen Punkt. Wie lange kenne ich schon meine ABFF? Das ist die Lena. Oh Gott, und die Lena weiß ich jetzt nicht. Hast du die im Kindergarten? Doch, die kennst du aus dem Kindergarten schon, logischerweise. Aus dem Kindergarten. Seit der ersten Klasse. Ah, so war ich zusammen im Kindergarten. Welchen Reitstil mag ich besonders gerne? Ich gebe dir ein paar zur Auswahl. Also du magst springen? Dressur, springen, Vielseitigkeit, ohne alles reiten, also Western. Vielseitigkeit? Dressur, springen, halt in der Vielseitigkeit, Natur. Ohne alles reiten, ausreiten. Ja, jetzt chill mal. Also, halt in der Natur über Hindernisse so, dieses Gelände, ja. Ja. Dann generell springen und ich glaube auch ohne alles reiten. Ja, ich habe, das ist, stimmt genau, und ich habe ohne alles aufgeschrieben. Oha. Weil das wäre so mal eigentlich tatsächlich, also ausreiten ohne Trense, ohne, schon mit Klamotten. Also Trense ohne... Oder alles, dann könntest du nicht alles ausreiten, weil dann gibt es nicht dich und dann gibt es kein Pferd. Ja, genau. Okay, also ich gebe den Punkt. Okay. Punkt hier unten. Oh, das wird, ja, die Fragen sind nicht schlecht. Wie, also das ist jetzt so eine Frage für Pferdewissen und für das. Wie alt war ich beim ersten Video? Ersten Video, das war ja, haben wir ja gerade gelernt, 21. Und du bist 15 geboren, das ist dann 6. Da wärst du jetzt. Digga, ich bin doch nicht 6. Beim ersten Video. Warte. Mein Bruder ist 15 geboren. Ich bin 2012. 9. Ja. 9, das lass mir gelten. Du verwechselst meinen Jahrgang mit dem von Julian, ernsthaft? Du hast 2 Kinder mit 3 Jahre Unterschied. Die eine ist größer und der andere kleiner. Der kleinere wurde später geboren. Die größere und ältere wurde früher geboren. Hättest du mir kurz Zeit gelassen, dann hätte ich den Fehler selber gemerkt. Oh Leute, hier sind so viele Ameisen, ihr glaubt das kaum. Okay, wer ist dran? Ich bin dran. Frage 6. Was war mein schönstes Pferdeerlebnis? Also, wenn du schon mal am Strand warst, dann der Strand. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du am Strand warst. Irgendwie. Oder doch, wenn du so grinst? Ich warte auf die Antwort. Aber das ist schwer. Also ich weiß, ich sage es einfach. Du sagst es einfach mal? Ja, ich sage es einfach mal. An einem Trick, an dem du richtig lange geübt hast, mit der Carina. Und der dann irgendwann geklappt hat, sage ich jetzt einfach mal. Geburt von Sterni. Echt? Ja. Ich fand das schon schön mit euch auch. Das schönste Erlebnis warst du schon mal am Strand, Lena? Das sage ich jetzt noch nicht. Ah. Also mach mal ein X. Wie oft bin ich in meinem ersten Lebensjahr geflogen? 13 Mal. Echt? Der Papi sagt 12. Ja, das stimmt aber nicht, weil wir nämlich nach Neuseeland einmal mehr hin sind als zurück. Das stimmt aber nicht, weil wir sind einmal mehr als zurück, das weiß ich, sind 13 Mal. Und dann sind 13 Mal. Ja, da kann ich das X wieder zum Hacker machen. Okay, Frage 7. Was war meine gefährlichste Aktion?
die ich jemals gemacht habe. Ungesichert am Helikopter hängen? Ungesichert am Helikopter hängen. Spinnt die? Ist richtig. Steht da drauf. Steht da drauf. Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Ungesichert am Helikopter gehangen. Ja, richtig. Okay, also meine letzte Frage. Welche zwei einzigen Kontinente habe ich noch nie besucht? So? An allen anderen war ich schon. Nur an zwei nicht. Südamerika? Ja. Warte mal, Südamerika? Nordamerika warst du? Du warst Europa? Du warst, warte mal, Afrika warst du wahrscheinlich noch nicht. Achso, doch, warte mal, Mauritius. Gehört Mauritius zu Afrika? Du siehst so süß. Asien waren wir doch jetzt. Bali ist Asien. Asien warst du auch schon. Und dann Australien nicht. Doch, Australien auch, da waren wir auch schon. Australien, Neuseeland. Australien, Asien, Europa, Südamerika, nur Nordamerika, nur in Südamerika warst du noch nicht. Ist das deine Aussage? Ist das deine Aussage? Ja! Es gibt dann noch sowas ganz weit unten mit ganz viel Schnee. Ja, Nordpol und Südpol. Ja, und ja. Antarktis. Ja, und Nordpol. Aber das ist ja klar, das sind ja nicht ja, okay. Die. Okay, nee, dann stimmt aber das. Aber dann stimmt's. Ja, cool. Und weil ich habe den Fabi nämlich gefragt und der hat gesagt, zwei nicht. Also abgesehen von der Antarktis, wegen Afrika, aber dann hat er überlegt, ob Mauritius dazu kommt. Ja, genau wie du. Genau wie ich. Okay, dann war's. Dann sind wir fertig, dann zählen wir mal durch. Also ich habe richtig 1, 2, 3, 4, du hast 1, 2, 3,5. 3,5, dann hast du das gewonnen. Und dann steht es jetzt 2-0, oder? Ja, für dich schon, gell? Insgesamt. Das heißt, ab jetzt musst du alles gewinnen. Ja, damit ich noch gewinnen kann. Die nächsten Challenges werden richtig lustig. Und zwar kommt jetzt die Pferde-Äpfel-Weitwurf-Challenge. Und danach kommt die normale Äpfel-Reinwurf-Challenge für die Sternschnuppe und fürs Baby ist ja noch kein Äpfel, aber für die Sternschnuppe haben wir ein paar Äpfel vorbereitet. Challenge.